Willkommen zurück bei Griffekin 666. Ab sofort mit neuem Konzept. Ihr wollt meinen Content mitbestimmen? Dann schreibt doch einfach euren Spielewunsch unten in die Kommentare. Das Kommentar mit dem Spiel mit den meisten Likes wird dann in der nächsten Woche für 3 Videos präsentiert. Ich hoffe, dieses Prinzip gefällt euch. So habt ihr ein bisschen Einfluss auf meinen Kanal. Und egal, welches Spiel es auf dem Handy ist, ich werde es für euch testen. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Ciao! Willkommen zurück bei Griffekin 666. Heute widmen wir uns mal wieder dem Spiel Frostborn. Ich renne hier noch ziemlich nackig durch die Gegend. Habe jetzt gerade gar keine Ausrüstung mehr. Ich war ewig nicht mehr eingeloggt. Das heißt, ich muss erstmal in den Anfangsgebieten so ein bisschen farmen gehen. Um wieder an Waffen und sonstige Sachen dran zu kommen und da wieder ein bisschen im Spiel durchzublicken. Mir fehlt jetzt gerade halt überhaupt ein Speer, Kleidung oder sonstiges. Ich habe halt noch nicht mal Sachen, um einen Baum abzuhacken. Das heißt, ich muss erstmal ein paar Steine auf dem Boden liegend finden, um da irgendwo, ja, da haben wir jetzt einen Feind, aber auch gleichzeitig den Stein, den ich brauche. Das heißt, ich muss den jetzt einmal mal mit der Faust da wegboxen, ein bisschen Leben dabei verlieren natürlich. Gucken, können wir jetzt schon irgendwas von den Sachen bauen, die ich benötige. Ach ne, Baumenü war hier unten. So, wir könnten noch keine Spitzhacke, auch noch keinen Speer. Schade drum. Aber hier liegen ja auch schon die Steine rum, die ich benötige, um dann endlich alles wieder fertigzustellen. Wir bleiben erstmal ein bisschen weiter von den Gegnern entfernt, dass ich da überhaupt schnell die Ausrüstung zusammensammeln kann. Vielleicht mal gucken, was wir in der Kiste hier finden. Und dann fangen wir auch an, schon weiterhin zu farmen. Nehmen wir alles mal mit. Getränke und Co. Zuerst würde ich sage und schreibe tatsächlich... Ich baue mir zuerst den Speer, um überhaupt gegen die Gegner überleben zu können. Mal gucken, schaffe ich noch irgendwas anderes in der Zeit? Nein. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall gegen die Gegner schon wieder kämpfen. Ziehe jetzt natürlich auch schnell den Speer an. Habe jetzt gerade keine andere Waffe parat. Jetzt heißt es hier noch weiter Steine auf dem Boden liegend finden. Wir nehmen gerade erstmal alles mit, was wir kriegen können. Und töten hier ein wenig die Gegner und Monster, die uns hier begegnen. Steine, die auf dem Boden liegen, brauche ich. Einige Stones. Bitte. Holz, 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 Holz. Wolf. Da liegt wieder ein Stein, aber da nehmen wir natürlich das Fleisch mit, um einfach Lebensenergie tanken zu können für den Notfall. Apropos, sollte ich mir vielleicht noch mein gegrilltes Fleisch in das Fach reinlegen. Wunderbar. Ich muss noch schnell mal bitte nicht stören aktivieren, dann können wir das Ganze auch jetzt weiterspielen. Sehr gut. Und ich kann, glaube ich, was bauen. Und zwar die Spitzhacke kann ich jetzt, glaube ich, auch bauen. Weil die wäre ja schon mal nützlich. Nein, da fehlt mir auch noch eine, aber ich kann zumindest die Axt schon wieder bauen. Die haben wir jetzt auch parat. Wunderschön. Das heißt, da können wir jetzt auch wieder ein bisschen Schaden anrichten. Und auch tatsächlich uns weiter voranarbeiten. Jetzt kann ich hier doch die Bäume wieder weghacken. Ja, wunderbar. Die Bäume kriegen wir schon mal nie mehr gemetzelt. Um wieder weiter voranzukommen. Das tun wir doch direkt erstmal als erstes. Oh, 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 2 Feinde. Ich muss was essen. Scheiße, scheiße, ich darf jetzt nicht sterben. Fleisch, tu deine Arbeit. Alter. Mehr als knapp ging es wohl nicht. 2 Gegner gleichzeitig, keine gute Idee. Aber wir müssen gerade hier alles tun, um irgendwo Materialien wieder zusammenzusammeln. Einfach zu viele Gegner hier gerade. Und ich habe noch immer nichts zu essen. Ich wünschte, ich hätte eine bessere Waffe wenigstens. Was ich jetzt gerade leider aber auch nicht habe, meine Freunde, macht das Ganze jetzt gerade nicht einfach. Da die Beeren kann ich doch, glaube ich, auch essen. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, die Beeren sind doch auch essbar. Dann haben wir noch so ein Festtagsfleisch. Um die Lebensenergie wieder herzustellen. Ja gut, die Beeren bringen jetzt mal wirklich gar nichts fast. Aber egal, wir kommen weiter. Da sind wieder 2 Gegner. Warte, da war doch irgendwas, wenn man sich von hinten anschleicht. In der Tarnung
Macht man den kritischen Treffer, oder? Ja, gut, damit haben wir einen schneller ausgeschaltet. Damit gewinnen wir den Kampf dann auch. Jawohl, das haben wir erledigt. Schauen wir mal weiter. Sind wieder im Tarnungsmodus. Uns fehlen hier noch ein paar Steine. Alles einzeln jetzt hier wirklich. Versuchen wir die Gegner einzeln wegzupicken. Er hat mich nicht bemerkt. Wunderbar. Um ihn rum herumlaufen. Oh shit. Oh shit. Renn. Renn, Griffel, renn. Renn einfach raus aus der Base. Einfach raus. Du wirst da hops gehen sonst. Das braucht jetzt keiner. Zum Glück ist es ja noch ein Startgebiet und ich bin halt noch nicht vorbereitet. Nee, Friedhof, ich möchte dich jetzt nicht. Achso, jetzt gehe ich schon wieder da rein, ich Vollidiot. Ich hätte vielleicht... Ah, warte, aber da war doch irgendwas... Ich habe halt noch keine Spitzhacke, ne? Ist halt schon nervig. Dann könnte ich jetzt so schön sonst eigentlich... Ein Stein fehlt mir. Ein gottverdammter Stein. Ja gut, wir wechseln jetzt tatsächlich einmal ganz kurz in unsere Base zurück. Schauen wir da mal nach, was wir genau machen konnten. Und gucken, ob wir da noch irgendwo Lebensmittel rumfliegen haben. Oder generell Materialien, um Waffen fertigzustellen. Ich hatte hier schon einiges an Werkbänken gebaut, wie man sehen könnte, mit dem man arbeiten kann. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas Stärkeres bauen können als die Bewaffnung, die ich gerade eben besitze. Auf jeden Fall habe ich das Fleisch schon mal fürs Feuer. Schmeißen wir erstmal kurz ins Feuer rein. Und dann gucke ich doch mal, was ich brauche, um stärkere Waffen bauen zu können. Neues Holz hier, Nachschub. Bitte ein bisschen mehr Fleisch. 4 nehmen wir wieder mit. Allein um uns jetzt wieder hochzuheilen. Und dann gucken wir auch direkt mal, was kann ich noch so bauen. Mein Gott. So, könnte ich vielleicht schon ein rostiges Schwert bauen? Oder Schild und Schwert, das wäre was. Mir fehlt ein Eisenbarren nur. Eisenbarren hatte ich. Eisenbarren habe ich hier oben drin. Geil. Das heißt, ich könnte mir jetzt wenigstens Schild und Schwert bauen. Was mich ja schon wesentlich besser Verteidigung tanken lässt. Ah, Baumenü bitte. Schild und Schwert. Ach, 2 Eisen. Habe ich da vielleicht noch Eisen drin rumfliegen? Oh. Natürlich nicht. Hier irgendwo noch Eisen? Natürlich auch nicht. Wunderbar. Das heißt, mir fehlt noch immer ein Eisen. Was haben wir hier noch so drin? Da haben wir vorbereitetes Leder. Hier haben wir Holzplanken. Und hier haben wir auch noch Holzplanken, die ich einfach brauche, um meinen Boden zu verbessern, was ich hier hinten angefangen hatte. Das heißt, wir müssen uns leider noch immer mit dieser billigen Bewaffnung rumschlagen. Was muss ich denn hier auffüllen? Leder hatte ich doch gerade, oder? Das heißt, ich könnte zumindest die Kutsche erhöhen, weil das Leder war hier fertig gebaut. Ja, wunderbar. Das heißt, wir steigern die Kutsche wenigstens nach oben, um ein bisschen weiter voranzukommen. Hier hast du dein Leder. Wunderbar. Ist alles hier spendet. Tore Level 1. Ja, sehr schön. Dann bauen wir das doch mal eben aus. Bevor wir dann weiter versuchen, hier nicht abzunippeln. Da war das, glaube ich, wo ich hin musste. Wunderbar, die Stadt erweitern. So eine Runde. Betreten wir das Ganze in meinen eigenen Bezirk. Und den konnte ich ja jetzt weiter ausbauen. Wie ging das jetzt? Hier musste ich hin, glaube ich. Nein, hier musste ich nicht hin. Ich musste irgendwo anders hin. Wie war das denn nochmal? War das hier? Bei dem Typen akzeptieren? Ah ne, genau. Der hier war das, wo ich das Dorf ausbauen konnte. Da, die Tore haben wir doch jetzt fertig. Da können wir jetzt weiter nicht bauen. Da brauchen wir neue Baupläne für den Handwerker Level 3. Was war hier nochmal möglich? Ich muss mir das alles nochmal genauer anschauen. Ich gucke jetzt mal oben in meine Kisten, ob ich hier noch was drin hatte. Also bei der Bank kann ja auch ganz gut sein. Nein, bei der Bank habe ich leider auch nichts mehr drin. Das heißt, ich muss mich tatsächlich mit den Materialien, die ich jetzt leider nur besitze, durchschlagen. Und versuchen, irgendwie zu überleben. 5 Wellen machen wir später. Mr. Erkundungsplaner. Wir reiten erstmal zurück. Ja, da hat sich das ganze Metall hingesteckt, du Idiot.
Sonst hätte ich jetzt wenigstens eine Bewaffnung für euch und könnte da auch einiges gegenhalten. Ja gut, müssen wir halt leider trotzdem wieder in das Anfängergebiet hier rein. Das ist schon PvP, da wollten wir nicht rein, wir wollten in kein PvP. Und schauen dann mal, ob wir da jetzt wieder ein paar Steine bekommen. Oder Metall. Oder dazu müsste ich, glaube ich, oben eher in das Gebirge gehen. Habe ich jetzt leider in dem Moment nicht getan. Aber wir bauen uns hier Stück für Stück jetzt die Base wieder zurück auf. Einfach um Frostborn halt wieder mit ins Programm reinzubekommen. Ich hoffe, die anderen Leute, die hier im Team mit mir drin waren, werden halt auch wieder zurückkommen. Und sich da mit ins Frostborn-Geschehen wieder einmischen. Ein Wolf. Ein... Ach, Mann! Immer wenn ich kurz vor der Kiste bin. Weißt du? So eine nervige Kacke. Mann! Ich will doch eigentlich nur... Ah! Gib mir das Gebirge da. Ich hasse das. Vielleicht kriege ich da eine Chance, irgendwo jetzt was abzufahren. Meine Ausrüstung zusammenzustellen. Ich merke jetzt gerade, wir haben ja auch schon die 10 Minuten tatsächlich voll vom Video. Das heißt, wir versuchen jetzt aber trotzdem noch kurz hier zumindest die Axt zusammenzukriegen, die Spitzhacke. Haben wir es jetzt endlich? Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt wenigstens die Spitzhacke zusammen. Das macht es jetzt wesentlich einfacher, hier zu farmen. Ich werde noch sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Mein Gott. Irgendwas zu essen? Auch nichts zu essen dabei. Sehr schön. Es fängt gut an hier. Aber lass uns den Stein noch eben schnell mitnehmen. Hier sind gerade keine Monster in der Nähe. Ah, von wegen, hier sind keine Monster in der Nähe. Weg. Warum habe ich hier nicht auf der Karte gesehen? Halleluja. Base, ich brauche dich. Habe ich noch Fleisch da drin? Ey, hier stirbst du schneller, als du gucken kannst. Dann ist alles wieder weg. Dann haben wir meine ganze Ausrüstung verloren. Vielleicht sollte ich jetzt einfach einmal sterben, aber vorher meine ganzen Klamotten in die Kiste schmeißen. Dann habe ich sie wenigstens noch parat, aber habe wieder volle Lebensenergie. Das wäre doch mal insane intelligent von mir, oder Leute? Was sagt ihr dazu? Wäre das ein Versuch wert oder eher nicht? Verwenden, verwenden, verwenden. Ja gut, wir versuchen es einfach dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Frostborn. Falls ihr wieder mit einsteigen wollt oder mit dabei sein wollt, meldet euch bei mir. Es waren Slayer, Snuff und ein paar andere, die da mitgezockt haben. Ich bin gespannt, ob wir dann wieder zurücksteigen können ins Match. Ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Griffekin zockt für euch. Ciao!